Klappen auf 8 Grad aus und korrigieren Sie den Schub um 180 Knoten. Sie übernehmen das Flugzeug. Bleiben Sie auf Steuerkurs 120 und halten Sie 7000 Fuß. Ich kümmere mich um den Funk und Sie fliegen den Anflug. Der Flughafen ist etwa 25 Meilen entfernt. Der Anfluglotse wird uns wahrscheinlich erst Richtung Süden leiten. Danach fliegen wir eine Linkskurve, um uns an der Landebahn auszurichten. World Travel 268. Rufen Sie Juliana Anflug auf 128,95. Wechsel auf 128,95. World Travel 268. Bis zum nächsten Mal. Juliana Anflug World Travel 268 bei Ihnen. 7000. World Travel 268, Juliana Anflug. Erwarten Sie Radarführung für Sichtanflug auf Landebahn 9. Höhenmesser 2992. World Travel 268, drehen Sie nach rechts, Kurs 130. Sinken und halten Sie 3000 Fuß. Radarführung für Sichtanflug. Rechtskurve auf 130. Sinken auf 3. World Travel 268. Okay, drehen Sie nach rechts auf 130 Grad. Sinken auf 3000 Fuß. Bleiben Sie unter 250 Knoten. World Travel 268. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit auf 180 Knoten. Verlangsamen Sie 180. World Travel 268. Okay, verlangsamen Sie auf 180 Knoten. Okay, wir haben die Freigabe für Sichtanflug.
Verringern Sie den Schub auf Leerlauf und beginnen Sie mit dem Sinkflug in Richtung Landebahn. Fahren Sie das Fahrwerk aus und fahren Sie die Klappen vollständig aus, während Sie langsamer werden. Korrigieren Sie den Schub, um die Endanflugsgeschwindigkeit von 130 Knoten zu halten. Gehen Sie auf 3000 Fuß in den Horizontalflug. Checkliste vor der Landung. Fahrwerk ausgefahren. Klappen auf 45 Grad. Checkliste vor der Landung abgeschlossen. Flugbegleiter, bitte nehmen Sie für die Landung Ihre Sitzplätze ein. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Orbit 3, 26 Heavy, Juliana Kontrollturm. Rollen Sie auf die Startbahn und warten Sie auf die Startfreigabe. Rollen auf Startbahn und warten. Orbit 3, 26 Heavy. World Travel 268, willkommen in St. Martin. Drehen Sie links auf den nächsten Rollweg. World Travel 268, rollen Sie weiter und nutzen Sie eine der beiden Wendebuchten zum Wenden. Über die Landebahn und Rollweg Delta gelangen Sie dann zum Terminal. Orbit 326 Heavy, Wind 121,